Guten Tag, es freut uns sehr, Herrn Klaus Fischer bei den deutsch-russischen Festtagen. Ich glaube, zum fünften Mal sind Sie da. Bin jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal da. Ja. Da hat man das schon öfter hier waren. Also, ja, vor 2 oder 3 Jahren war ich da und ich wurde dann von Schalke 04 angesprochen. Da komme ich gerne hier hin, weil ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man, gerade in Berlin, ist es ganz wichtig, dass man sich mit Russen und Deutschen, dass man sie austauscht, eine russische-deutsche Freundschaft aufrechterhält. Und ich finde es gut, überhaupt in einer Großstadt wie Berlin, dass man eben die ausländischen Leute, die hier wohnen, hier leben, dass man sich mit denen unterhält, dass man mit denen spricht, mit denen integriert werden in Deutschland. Ich finde das gut, weil wir sind in Europa, ich glaube, so vereint werden ist eine wunderbare Sache, wenn sich die Leute verstehen. Und ob das jetzt russische Leute sind, Deutsche oder auch andere Nationen, spielt überhaupt keine Rolle. Verschiedene Sachen kann man ja gemeinsam machen. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man sich versteht. Gibt es auch Kontakt zu russischsprachigen Fußballspielern, also vielleicht noch aus Sowjetzeiten? Also Sie haben ja jahrelang für deutsche Nationalmannschaft gespielt. Gibt es da Kontakt zu eigenen Spielern? Ja, okay, Wladimir Luti, den habe ich, das ist zwar für Ukraine, aber den habe ich schon mal ab und zu trifft man die. Oder Borodjuk, der war ja lange Jahre Co-Trainer in der russischen Nationalmannschaft. Gut, und wenn man jemanden trifft, unterhält sich da, gar keine Frage. Für mich ist das normal. Also ich habe da keine Probleme mit. Es gab früher, vor allem Anfang 90er Jahre, sehr viele russischsprachige Spieler in der Bundesliga. Im letzten Jahr war nur Pogrebniak da. Warum ist diese Zeit zurückgegangen? Weiß ich nicht. Wir hatten ja damals in der Schalke Jugend, wo ich Amateurtrainer war, hatten wir drei russischstämmige Spieler, die bei mir dann erst in der Jugend gespielt haben in Schalke und dann in den Amateuren. Und dann haben sich ist der Kontakt abgerissen, weil die Jungs woanders hingegangen sind. Ich weiß auch nicht mehr, wo die Jungs jetzt sind. Und warum das jetzt nicht so ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat man den Kontakt da abgebrochen. Man braucht im Jugendbereich immer auch Leute oder Spieler, die aus anderen Nationen kommen. Wir haben viele Türken bei uns, natürlich, die sind da aufgewachsen, sind geboren und aufgewachsen, spielen in den Jugendmannschaften. Und es gibt natürlich auch in verschiedenen Städten auch noch Spieler, die aus russischen Verhältnissen kommen. Jetzt ist ja Europameisterschaft, 2 Spieltage sind vorüber. Waren Sie etwas überrascht, dass die Russen so hoch überlegen gewonnen haben gegen Tschechen? Ja, war ich schon, dass sie so dominierend waren. Sie haben 4-1 gewonnen, haben hervorragend gespielt und haben schönen Fußball gezeigt. Sie haben natürlich Spieler drin, die kennt man ja. Warum ein Achabi nicht bei Arsenal nicht zum Zug kommt, ist mir unerklärlich. Er hat hervorragend gespielt. Schirkov, der auch wieder zurückgegangen ist. Und deswegen muss ich ja sagen, die russische Mannschaft, wenn sie das durchhalten, wenn sie das so weiterspielen, ja, dann kann es durchaus eine Überraschung geben, dass die ziemlich weit kommen. Sind Sie in dieser Gruppe erstmal Favorit, also in Gruppe A? Ja. Sie sind totaler Favorit. Die werden souverän diese Gruppe als Erster abschließen. Was dann kommt, wird man sehen. Welche Mannschaft aus Gruppe A könnte noch weiterkommen? Die Polen, haben sie einen Heimvorteil? Ja gut, das 1-1 gegen Griechenland war da nicht der optimale Auftakt für die Polen. Sie müssen natürlich die Tschechen schlagen und gegen Russland wird es schwer. Ich hoffe natürlich, dass Polen und Russland eine Runde weiterkommen, weil das Gastgeberland, wenn sie in der Vorrunde schon ausscheiden, da wäre nicht gut. Deswegen wünsche ich den Polen, dass sie auch weiterkommen. Gestern hatten die deutsche Nationalmannschaft erstes Spiel gehabt. Haben Sie das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel gesehen. Ja, es war ein schweres Spiel für unsere Mannschaft. Wir sind nicht über 90 Minuten nicht so ins Spiel gekommen, wie man sich das vorgestellt hat.
Natürlich, Auftaktspiel ist immer schwer, weil wir haben eine schwere Gruppe. Und wenn man dann das erste Spiel gewinnt, egal wie es aussieht, wie es war, dann ist schon mal ein großer Vorteil. Wenn es unentschieden ausgegangen wäre, wäre schwer geworden, weil die Holländer müssen auch. Und deswegen sind wir froh, dass wir gewonnen haben. Und ich hoffe und ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft sich auch von Spiel zu Spiel steigert. Das ist eine deutsche Nationalmannschaft immer der Fall gewesen. Und ich bin auch überzeugt, dass es diesmal auch so sein wird. Die Erwartungen waren ja und sind immer noch sehr hoch. Kann es sein, dass es für einige der Druck zu groß geworden ist? Nein, die Erwartungen sind zwar hoch, aber den Druck haben sie selbst gemacht, weil sie gesagt haben, wir sind eine starke Mannschaft. Wir wollen hier nicht nur teilnehmen, wir wollen hier Europameister werden. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Druck dann so groß war. Weil die Spieler sind das ja gewohnt. Eine deutsche Nationalmannschaft steht immer unter Druck. Die haben immer, müssen immer weit kommen. Und deswegen wird das nicht so ausmachen. Es ist immer schwer am Anfang, das erste Spiel. Aber wir werden uns steigern, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sind ja sehr guter Stürmer gewesen und jetzt ist es halt so, dass die deutsche Nationalmannschaft zwei Stürmer hat, Gomes und Klose. Würden Sie sagen, Gomes oder Klose oder beide zusammen könnten auch spielen? Ich war immer ein Befürworter für Klose, weil er hat ja bei der Weltmeisterschaft auch gezeigt, Torschützenkönig geworden und so weiter, dass er ein international erprobter Spieler ist, der auch besser in das Spiel der Deutschen einpasst. Aber jetzt hat Gomes ein Tor gemacht, weil wenn er das Tor nicht gemacht hätte, dann wäre es mit Sicherheit so gewesen, dass Klose beim nächsten Mal von Anfang an gespielt hätte. Aber wir haben auch von außen, Podolski kam viel zu wenig und auch Müller. Ich habe nur nicht verstanden, warum man nicht dann eben auch mal einen Schüler wieder reingebracht hat, schon nach einer Stunde. Weil der hat, wenn er reinkam, auch ein Tor gemacht beim letzten Spiel, Vorbereitungsspiel. Aber das ist immer eine Entscheidung vom Bundestrainer. Aber wenn es gut geht und es ist gut gegangen, wir haben Einzel gewonnen, ist alles richtig. Es könnte sein, dass im Viertelfinale Deutschland auf Russen treffen könnte. Ja, man wird abwarten müssen, wie die Entwicklung beider Mannschaften läuft. Und wenn die Russen weiter diesen tollen Fußball spielen, muss man erstmal abwarten, dann wird es ein hochinteressantes Spiel. Aber Deutschland ist immer eine erprobte Mannschaft, die weiß, wenn es darauf ankommt, in Viertelfinal, in Halbfinal. Und deswegen, wenn das so weit kommen sollte, wird es ein hochinteressantes Spiel. Wer ist der Hauptfavorit, Deutschland oder Spanien? Ja, Spanien muss man immer zu den Favoriten zählen. Der letzte Europameister, der letzte Weltmeister, muss man einfach, haben eine hervorragende Mannschaft. Natürlich, der eine oder andere Spieler fehlt denen. Und der deutsche Nationalmannschaft muss man immer dazu zählen. Doch letzte Frage, Ukraine ist das zweite Gastgeberland. Sie haben schon Wladimir Lütte erwähnt, der aus der Ukraine stammt. Also aus unserer Sicht hat Ukraine hat viele Schwierigkeiten. Alle Torhüter sind ausgefallen, Stammtorhüter. In der Außenverteidigung gibt es Probleme. Was halten Sie von der ukrainischen Nationalmannschaft? Ja, aber man wird sehen müssen, wie die Ukraine, wie sie sich schlagen. Ich halte sie nicht für so stark. Und deswegen muss man abwarten, wie die ersten Spiele sein werden. Und da kann man jetzt noch gar nichts sagen. Muss man sich die Spiele mal anschauen. Und von Stürmern sind ja sehr... Was haben Telefon? von Stürmern sind ja Ukrainer namhaft besetzt. Shevchenko, Voronin sind ja bekannt. Ja, wir kennen es aber. Shevchenko will er aufhören. Er hat ein Alter schon erreicht, war früher ein Weltklasse-Stürmer. Voronin kennt man von der Bundesliga her. Wird sich zeigen, wenn sie die Form haben, sind sie gefährliche Spieler, die Tore machen können. Aber noch muss ich erst mal abwarten, ich muss mir das Spiel der Ukraine anschauen. Nach dem ersten Spiel könnte ich Ihnen ein bisschen mehr sagen. Okay, Dankeschön. Viel Glück, Dankeschön.